Ja, herzlich willkommen. Hier ist jetzt der zweite Speaker, der heute bei den Backend Talks unterwegs ist, der uns ein bisschen was erzählt hat bereits. Deswegen machen wir jetzt nur eine kleine Zusammenfassung. Sandro Stadelmann, herzlich willkommen. Ich habe gehört oder auch gelesen, du kommst ja aus der Immobilienszene. Du hast nicht Immobilienmakler, sondern was hast du genau studiert? Du hast deine Ausbildung gemacht? Nein, Immobilienmakler ist schon richtig. Also ich bin ein akademischer Immobilienmanager und konzessionierter Immobilientreuhänder, also sprich Immobilienmakler. Aber im Grunde tust du was ganz anderes, weil du hast eigentlich eine sehr schöne Geschäftsidee entwickelt. Revis heißt das Produkt, das ist eine App, die vor allem für Wohnungserstbesichtigungen gedacht ist. Vielleicht magst du noch mal kurz zusammenfassen, worum geht es denn da, was kann denn die und wer könnte sich für die interessieren? Ja, Revis ist Immobilienmakler-Software, unterstützt durch eine Applikation. Revis ermöglicht Immobilienmaklern 365 Tage im Jahr Wohnungserstbesichtigungen, Ausmesstermine etc. auszulagern. Diese Termine werden dann von verifizierten und geschulten Dienstleistern erledigt. Das funktioniert eben, weil wir flächendeckend in den Hauptstädten in Österreich eine gewisse Logistik aufgebaut haben an Dienstleistern, Schlüsseldepotstellen und natürlich im Hintergrund die Software. Das Ganze gibt es seit 2017. Das habt ihr in der kurzen Zeit aufgebaut oder habt ihr schon da Vorarbeit geleistet? Ja, wir haben 18 Monate entwickelt, also so. Es hat doch ein bisschen länger gedauert. Wir haben dann im Oktober gelauncht und treten jetzt voraussichtlich im Sommer, Frühherbst den Weg nach Berlin an. Das heißt, ihr seid schon in Deutschland unterwegs und wer sind eure Kunden denn in Österreich so bisher? Du kommst ja aus Vorarlberg oder bewegst du dich hier im Wiener Raum? Unsere Kunden sind großteils in Wien, da gehören ein, zwei Big Player dazu, dann gibt es ein paar kleinere, in Graz haben wir ein paar Kunden, in Innsbruck. Ich selber bin aus Vorarlberg, bin halber Steirer, deshalb auch recht gut vernetzt österreichweit, aber großteils unserer Kunden sind in Wien unterwegs, ja, weil Wien natürlich auch Immobilien, branchentechnisch das heißeste Pflaster in Österreich ist, genau. Und was genau nehmt ihr jetzt den Menschen ab, die ihre Wohnungen verkaufen möchten? Das heißt, die müssen gar nicht mehr vorhanden sein, die Leute gehen allein besichtigen oder wie schaut das aus? Na, also demnächst werden wir das auch öffnen, das Ganze, die ganze App und Software für Privatverkäufer, für Privatvermieter. Jetzt bis dato war es noch eine Applikation für Bauträger, Hausverwaltungen und Immobilienmaklerfirmen. Demnächst werden wir es aber definitiv auch an Privatverkäufer und Vermieter anbieten. Das heißt, die haben einfach über uns jetzt die Möglichkeit, Besichtigungstermine auszulagern. Das heißt, der Vermieter oder der Verkäufer, der in Wien wohnt, aber in Graz seine Wohnung verkaufen will, muss jetzt nicht mehr extra jedes Wochenende für Besichtigungstermine die Reise nach Graz antreten, sondern kann die Wunschtermine der Kunden, der potenziellen Käufern, kann der Folge leisten, durch das, dass er über die App an geeigneten Dienstleister hinschickt, der dann die Besichtigung vor Ort übernimmt. Zumindest einmal den Erstkontakt, dass sich der potenzielle Käufer oder Mieter einmal einen ersten Eindruck verschafft, einmal ein Gefühl bekommt. Und der große Vorteil, vor allem für den Kauf- oder Mietinteressenten, ist der, dass der wenn der Makler oder der Verkäufer oder der Vermieter Revis-Kunde ist, seinen Wunschtermin bekommt. Das heißt, wir haben Berufsgruppen, also ich habe viele Kunden, das sind Polizisten, Krankenschwestern etc., die tun sich schwer, dass die sich nach mir richten beruflich. Die rufen mich an und fragen, kann ich am Sonntagabend besichtigen? Mit Revis ist das möglich, ohne Revis natürlich grundsätzlich auch, wenn sich der Makler bereit erklärt. Es gibt aber nicht so viele Makler, die am Samstag um 19 Uhr besichtigen gehen, vor allem nicht in einer anderen Stadt, wo ich 2 Stunden hinfahre, 2 Stunden Retour. Über Revis ist das jetzt alles möglich. Spannende Geschichte. Wie groß ist das Team? Das Team, der Grundstock, da sind wir zu viert, zu fünft, also es ist so, wir haben ein Gründerteam zu dritt,
Dann haben wir einen Head of Sales, dann habe ich noch meinen persönlichen Assistenten, der eigentlich meine rechte Hand ist, der eigentlich ja, quasi alles macht, was ich nicht machen kann, wo mir die Zeit fehlt. Und dann haben wir noch ein paar Programmierer, also insgesamt sind wir momentan 12, 13. Ja, es wird natürlich immer größer, für Berlin braucht man dann wieder neue Leute, also wir sind am Wachsen auf jeden Fall. Also in der kurzen Zeit einiges aufgebaut, spannend. Ich möchte einen kleinen Hintergrund erzählen, du kommst eigentlich von ganz woanders her, du hast ein bisschen Film gemacht, Filmakademie sogar besucht, warst Mr. Austria, dritter Platz, habe ich gelesen. Wie kommst du dann auf die Idee, ist das irgendwie ein Geschäft, da kann man kein Geschäft machen, das Geschäft steckt anderswo oder wie? Ja, also wenn ich es ganz ehrlich beantworten muss, tatsächlich, also in Österreich als Schauspieler oder als Künstler generell kann man das große Geld definitiv nicht verdienen, was nicht heißt, dass ich sage, dass es in unserem Bereich möglich ist, aber wahrscheinlich noch ein bisschen realistischer und ich habe einfach für mich selber eine Entscheidung treffen müssen. Vor 2 Jahren, ich habe die Idee gehabt mit Revis, ich habe selber jedes Wochenende die Problematik gehabt, ich habe Wohnungen in Graz zum Verkauf gehabt, habe dann jedes Mal dort extra hinfahren müssen, retour, und dann habe ich gesagt, irgendwie ein Tool, wo ich das bewerkstelligen kann, wo ich daheim sitzen kann und jemand anderer geht her und macht mir die Dienstleistung, die Besichtigungsdienstleistung auf einem qualitativen Niveau, das wäre schon super Sache. Da habe ich einfach gesagt, die Idee ist eigentlich gut, es hat noch kein anderer gewagt, die Idee umzusetzen, ich werde das jetzt machen und ich bin dann auch so, wenn ich eine Idee habe, wenn ich ein Projekt habe, dann fokussiere ich mich 110%. Na super, und außerdem kannst du wahrscheinlich viel mehr Wohnungen dadurch verchecken, also großartige Idee. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Herzlichen Dank.